1000 Euro oder was auch immer, wo halt einfach der Schlüssel nochmal festgelegt wurde und dann rausbezahlt. Ja, früher war immer beim Budget was auch dabei, nicht nur so wie da hinten angeführt, Auszahlungen an diverse Vereine oder was, wo die Vereine angeführt waren, wie für Jugendgruppen, was die Grundförderungen ist, etc. Kann man das zukünftig auch beim Budget was dabei anhören? Ich werde es prüfen. Gut, weitere Fragen? Ja, noch ein Posten, und zwar bitte, unter Fairtrade. Ja. Das ist ein Unterposten, der heißt Geldzuwendungen. Ja. In Klammer Zuschuss für Fahrkarten. Wie soll ich das verkehren? Ich muss noch was. Kann ich den Augen sehen? Das ist unser Zugriff, die Monika Hirschmüller damals noch uns angeboten. Diese Mobilitätsförderung. Ja, und das ist im Zuge von Klimabündnis und der Trade war immer ein Antrag. Was kann man wahrscheinlich nicht? Das ist damals schon immer, wir haben zuerst Klimabündnis gehabt, wie dann der Teil dazu kommen, haben wir das in den gleichen Kopf hineingehen, weil auch die Monika immer die Erwartung des Klimabündnis und der Trade verwaltet. Das heißt, die Klärtrennung des Klimas sind ja auch das der Klimabündnis. Ja, es gehört zusammen und das ist da die Förderung drin. Und in dieser Klimabündnis. Ja, wir haben ja die extra jetzt die Klima, also die mit der Weltgruppe, mit gewisse Fairtrade-Angelegenheit mit auf und ja, aber es gehört durch den Feind. Ja, können wir uns genau anschauen. Danke für den Hinweis. Weitere Fragen bitte? Ja, ich hätte noch eine Frage zu den Repräsentationskosten bitte. Entschuldigung, was? Zu den Repräsentationskosten. Okay. Sind die innerhalb von eurer Fraktion besprochen worden, diese Punkte? Die neuerliche Erhöhung? Was wir machen, sagen wir mal, das geht hier gar nicht an. Was? Das ist schon erklärt. Also, bitte, stell eine konkrete Frage nachher danach, bitte annehmen. Wie es sein kann, dass eure Fraktion derartige massive Erhöhungen innerhalb von 2 Jahren ohne irgendein Zutun mitträgt. Ihr seid von 3.000 auf 13.000 aufgekrauscht vom Blickmittel her. Mit was für einer Begründung? Die Ergebnisse sprechen für sich. Welche? Ich habe es angeschaut, dass wir die Kommunalsteuer in unserer Gemeinde von 1,1 Millionen auf 1,5 Millionen nach Schulge. Das hat mit den Repräsentationskosten zu tun. Wenn, dann bleibt es beim Thema. Das hat mit den Repräsentationskosten überhaupt nichts zu tun. Das ist, damit hat es sehr viel zu tun. Aber was denn? Passt schon. Gut, nimmst du das? Ist das eine Belohnung für dich, weil du so super wirtschaftest? Das Geld, wie man nicht die Kosten hat. So, bitte. Na, nicht. Nein, wie man das Frage an den Gemeindekassierer und den ersten Vizebürgermeister, und zwar habt ihr auch die Möglichkeit, beziehungsweise irgendwer anderer aus dem Gemeinderat eurer Fraktion, auf dieses Repräsentationskonto zuzugreifen, in Bezug auf Einladungen zu Getränken, Geschenkskörbe und so weiter. War das eine Frage jetzt? Oder das war eine Frage. Das war eine Frage. Eine Frage zeigen Sie. Ich greife nicht zu auf dieses Repräsentationskonto. Das heißt, du zahlst deine Körbe selbst und du zahlst auch die Einladung in den Gasthäusern selbst, wenn du in Vertretung des Bürgermeisters bist. Gar nicht die Einladung in den Gasthäusern gibt es bei mir. Das ehrlich gesagt, nachdem ich wenig in Gasthäusern verkehre, das ist nicht das Thema sein. Also, aber es geht dir im Grunde genommen, geht dir das gar nichts an. Das ist ganz einfach. Das wird tatsächlich nachgefragt. Beim Landtrainer, wir sagen mal, die Ergebnisse sprechen für sich, dass gut gewirtschaftet wird in der Gemeinde, die Bauten. Ja, genau. Dass wir die Kommunalsteuer um über 400.000 Euro erhöht haben in der Gemeinde. Also, wurde das jetzt gefragt? Okay. Wir haben die Volksschule gebaut, wir bauen das Rückhaltebecken. Ja, aber nicht mit deinem Geld, das zahlen sie es selber alles gleich. Und der letzte Mal, wir sehen uns mit seiner Hilfe, was passiert. Weitere Fragen? Gibt es weitere Fragen? Bei den Beantwortungen nutzen die Fragen eh nichts. Ja. Gibt es weitere Fragen zum Vorschlag? Keine. Gut, dann stelle ich somit den Antrag, der Gemeinderat möge den Vorschlag der Marktgemeinde für das Haushaltsjahr 2014 vorab beschließen. Wer damit einverstanden ist, gibt mit der Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? ÖVP, FPÖ und Grüne. Danke, so ist der Antrag angenommen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt 4, Marktgemeinde Lebhof, mittelfristige Finanzplanung. Wir haben es schon kurz vorgesprochen. Gibt es da von eurer Seite noch etwas dazu zu sagen?
Die gleiche Frage wie vorher, warum finden große Themen wie Hochwasserschutz und so weiter keine? Das habe ich schon beantwortet vorher. Stößt du mit dem Antrag, der Gemeinderat nötigt einen mittelfristigen Finanz- und Investitionsplan der Fachgemeinde mit Woche für den Zeitraum von 14 bis 2018 der vorliegenden Form beschließen, der damit einverstanden ist, ein Zeichen der Zustimmung bitte. Danke, Gegenstimmen. Tagesordnungspunkt 5, Marktgemeinde mit Woch, Kastenkredit 2014. Da darf ich jetzt den Amtsleiter bitten. Ja, das wird kurz erläutert. Gemeinde ist verpflichtet vom Hermann her, direkte Kassenkredit zu überprüfen. Diesen Zweck haben wir vier Banken eingeladen, dass sie ein Angebot im Zuschuss des Kassenkredites geben sollen. Kassenkreditvolumen ist 1.006.100. Der Kassenkredit ist 14 soll gelten vom 1.4.2014 bis zum 31.03.2015. Da sieht man dann die Angebote, also ein Angebot auf den 3-Monats-Überbohr. Im Prinzip, da hat die Reiwa ein Angebot gehabt von einem Aufschlag von 1,350. Gemessen ist das immer nur mit dem 3-Monats-Überbohr vom 2.12. Da war 0,23,6. Das würde dann mit dem Klammer gesehenen Prozentsatz der Zinsen ergeben, 1,86. Dann hat die Volksbank ein Angebot gelegt für Barak, hat das Beste gelegt, so wie sie es immer macht. Die Volksbank selbst ist die Hausbank zurzeit, die wurde dann hereingerufen, weil das erste Angebot beim 3-Monats-Euribor mit 1,375 an dritter Stelle zu hoch war. Sie hat dann ein Angebot gelegt mit 1,2 Aufschlag. Da gibt es noch Nachverhandlungen einen momentanen Zinssatz von 1,436. Wir haben auch den Fixzinssatz gesenkt, die Volksbank von 1,57 auf 1,625. Und den H-Bereich gibt es einen Fixzinssatz von 0,375. Also wenn man das Gesamtpaket anschaut, kann man im Endeffekt sagen, was noch wichtig ist, es wurde auch hinsichtlich der Kosten, was nicht zu vernachlässigen sind, die Kontoführung später und so weiter, ein Pauschalpaket im Prinzip angefordert, damit man das irgendwie auch feststellen kann, was diese Spesen sind ja auch nicht wenig. Und da ist garantiert worden, dass die Kontoführungsspesen zwischen 160 und 260 Euro im Quartal liegen werden. Das haben wir auch in der Vergangenheit gehabt bei der Reika. Folge und dass man diesen Bereich wird sie ansiedeln. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zwecksmäßigkeit erscheint mir das Angebot der Volksbank Kivo im Bereich des 3-Monats-Euribors das vernünftigste bzw. Das Fixzinsangebot im Armbereich, da war sie Festgüter, kommt im Endeffekt das Beste, das in Sinne der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit das sinnvollste Angebot ist. Zwar deswegen auch, wenn es immer das sparsamste, das wirtschaftlichste Angebot ist, das niedrigste. Aber man muss natürlich rechnen, wenn man wieder umsteigt jetzt zu einer neuen Bank, das ist alles mit Kostenaufwand verbunden. Man sieht, man kann nicht alle Jahre die Bank wechseln. Erscheint mir das mit Lohnverhandlungen annehmbar, der 1,2% Aufschlag, beziehungsweise im Fixbereich, weil es so ist, am ersten Stück. Das wäre im Großen und Ganzen dazu zu sagen. Zahlt sich mehr darum. Ja. Gut, danke schön. So. Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Ich stelle daher den Antrag der Gemeinderat, möge die Vergabe des Kastenkredits mit dem Kastenkreditvolumen von 1,206,100 für den Zeitraum vom 1.4.2014 bis 31.4.2015 an die Volksbank Lipoch gemäß dem vorliegenden Vergabevorschlag beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um eine Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? ÖVP, FPÖ, Folge. Gut, der Antrag ist angenommen worden. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 6. Grundkauf durch die Marktgemeinde Lipoch. Da darf ich jetzt unseren Bauamtsleiter bitten, dass du bitte so nett bist und die Situation erläuterst, warum wir das Ganze jetzt ankaufen sollen. Folgendes, und zwar, wir haben den Darsteller Losenbach
seit Jahren, also Jahrzehnten schon, mit dem Grundeigentümer Grinschli seinerzeit verhandelt, das heißt Grinschli Senior, der ist zwischenzeitlich verstorben. Und seine Erbin, die Tochter, hat jetzt das Grundstück, kann man sagen, jetzt vor ungefähr einem Jahr, Tochter Gemeinde angeboten im Kauf, und zwar mit 20 Euro auf dem Quadratmeter. Für uns gesehen wird das Grundstück relativ wichtig oder sogar sehr wichtig, weil du mit dem Grundstück ja Erschließung des gesamten Rücklandes oder Hinterlands quasi von der Hitzenberger Straße dann erschließen würdest oder erschließt. Es sind auch vom Bebauungsplan entsprechende Ausweisungen gegeben, dass man dort eine Straßenaufschließung macht. Das heißt, diese Straßenaufschließung würde dann entlang von Losenbach parallel, also flussaufwärts führen über das Grundstück 1385 und schließt dann in weiterer Folge über die Grundstücke wie Kelsen, dann von der die Vater, Oma Kuhlgassen und Vorgassen. Das heißt, du würdest das ganze Gebiet Losenbach bis Lieberbach eine Querachse schaffen, wo man dann sozusagen auf der anderen Seite bei der Vorgassen reinkommt, Richtung Lieberbach, dann quer über das Feld bis zum Losenbach und dann da wieder bei der Hitzendorfer Straße anbinden. Wichtig wäre es für uns aus dem Grund, auf alle Fälle auch, weil die Losen dass du das anschaust, hat relativ eine schlechte Erschließung. Das heißt, das ist einfach ein Sackgassen. Und du, ja, du kommst dort quasi gegenüber von der Schule rein. Das ist relativ eng oder relativ unübersichtlich. Und wenn ich jetzt rückwärtig auch zukünftig sehe, Richtung Norden anschaut, würde die Achse auf alle Fälle unbedingt notwendig sein. Und das ist eine weitere Geschichte in den Bebauungsplan aufgenommen, dass auch zukünftig angedacht werden könnte, über den Losenbach, so die Versank aus der irgendein Stich auf der Höhe von der Mikkelsen durchaus wieder zur Hitzenhafer Straße. Also da würde man das ganze Problem, was wir in Lübeck generell immer bis jetzt gehabt haben, mit den Ringstraßen, das im Wesentlichen nochmal unterbinden, weil du mit dieser Schließung sozusagen mehr oder weniger das gesamte, nicht nur das Hinterland, sondern auch die bestehenden Wege bis zur Hitzenhafer Straße. Und was von der Wackerstraße und Hitzendorfer Straße hinten komplett quer zu ihm schaffen wird oder schaffen kann. Das Angebot liegt ja mit so von Menschen mit 20 Euro. Wenn ich mich selber zurückerinnere, wir haben damals, die Gerd Rosen wird es wissen, der Bürgermeister Bittmitter hat seinerzeit in einem Grundstück, ich glaube schon einmal für das ganze Grundstück in der Größenordnung um die 500 Schilling angeboten. Und da, mit dem Grundstück Senior war nie ein Gespräch zu finden. Das heißt, er hat das immer verworfen und jetzt durch die Erben ist jetzt endlich einmal die Möglichkeit, dass man sagt, dass da unbedingt zugegriffen werden sollte. Das heißt, es geht in der Größenordnung von 1000 Euro, was der ganze Ankauf ausmacht. Bitte, wie viele der anderen zitierten Grundstücke, können wir den Plan bitte sehen, und wie viele davon sind noch nicht abgelöst, die wir noch benötigen würden? Also das ist das Grundstück, ja. Das meinst du? Das war zum Kaufen. Das gehört schon der Gemeinde. Das gehört schon der Gemeinde. Das ist schon Haufen oder der Schluss schon da noch. Der Grundstück ist dann schon gegeben. Das heißt, da ist jetzt oben das Mikkelsen-Grundstück. Aber es waren ja noch Vater-Grundstück und die Masse Post zitiert. Mikkelsen und ganz Vater ist das noch. Also die fehlen, die fehlen uns noch, oder? Ja, es ist ja dort, wenn dann Vater oder Mikkelsen aufschließen will, dann kann man dort mit der erstmaligen Aufschließung kann man eine Grundabtretung für die Wegerschließung vorschreiben. Das heißt, wir brauchen diese Grundstückflächen in weiterer Folge nicht kaufen. Das Grundstück ist sozusagen eigenständig und da haben wir durchaus einen Durchstieg. Und wenn einer das kaufen will, also das 1385-Gewehr zum Beispiel der Nachbar, das unmittelbar da daneben ist, das kann 71 wenn der das dazu kauft, kann ich den die Abtretung nicht vorschreiben, weil der hat bereits ein Bestandsobjekt. Das heißt, und dann ist für uns der Weg, dass ich da eine Achse durchaus beschaffen kann, wäre dann nicht mehr vermauert. Gibt es noch weitere Worte? Das Grundstück 1385, das eigenständiges, freies Grundstück zum Bebauen, ist eigentlich fast nicht möglich. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Ist das so nah am Bach liegt, ist das ein Problem? Also was ist das jetzt gewidmet und würde das Bestand haben, wenn wir diese Vision vom Flächenwidmungsplan haben? Es ist als Bauland ausgewiesen, aber nur es ist eine Freiheitszone von 10 Meter.
Das heißt, es bleibt dann ungefähr 10 Meter übrig und die 10 Meter sind dann schwer bebaubar. Darum sind die 20 Euro auf der anderen Seite relativ hoch. Aber wenn ich betrachte, dass der Nachbar das dazu kauft, ist es für den wieder günstig. Weil der kauft ein hochwertiges Bauland dazu, was sonst für den eigentlich eine Wertigkeit hätte von, wenn du sagst, was weiß ich, von mir 70, 80 Euro in der Größenordnung. Das ist in der Lage, ne? Ja. Im Hinblick, für mich ist das jetzt ein tolles Beispiel, muss ich sagen, zur Sitzung von voriger Woche, von Angebot und Nachfrage. Und ich kann dann immer überhaupt nicht nachvollziehen, dass wir bereit sind, da wegen Gemeindeinteressen einfach 20 Euro zu zahlen im Vergleich zu dem Preis, den wir vorige Woche den Bauern angeboten haben. Gut, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Wie breit ist das Grundstück? Also kann man da Parkplätze auf der Seite auch errichten? Ja, also in der Gemeindenutzung, ja. Ist aber schon mal damals, haben wir schon mal so ein Konzept gemacht. Wegerschließung und Parkplätze müssen wir aber in der Freiheitszone dann mit Rosenbaum rein. Aber es wird sicherlich Möglichkeiten geben, aber du hast nicht beide gesagt, aber machen dann Parkplätze durch. Wie schaut das mit der Preisgestaltung? Dem 20er?